Vater. Und mein Vater, sie hat einen Vater. Und this father hat a sexual relationship with my daughter. So ich spiele halt nicht. And this child had sex with my grandfather. Because my grandfather already had three children with my sister. That's because that child had sex with my grand-grandfather. But my grand-grandfather, he was a homosexual and had a homosexual relationship with my brother. So they adopted a child, and this child, on the other hand, had sex with my mother. And what came out of my mother was me, Reverend Beatman. Thank you, mother. Merci, merci, merci. Was hätte ich denn für eine Jugend gehabt? Der muss die schlimmste Kindheit haben, die es nur gegeben hat. Ich habe nie etwas in meiner Kindheit, noch zu sagen. Ich habe nie Drogen genommen. Meine Kindheit war die geilste Kindheit der ganzen Welt. Die besten Eltern, das wildeste Leben hatte ich. Ich konnte alles machen. Und extrem geborgen und gleich frei. Weißt du, das sind so Vorurteile, die kaum abbaubar sind. Das ist so schwer. Die kannst du nicht mit einem Gespräch fortnehmen. Dann musst du wirklich einen Schlag ins Gesicht geben. Wir machen den Schlag mit der Musik. So. I just wanna hold your hands, little girl. Your neck. You break my heart and I break your neck. You break my heart and I break your neck. Menschen, die an mein Konzert kommen und vielleicht auch andere Konzerte, die wollen einfach Spass haben am Leben. Wollen Sex haben mit irgendjemandem, der im Ding, im Club ist, was auch immer. Es geht eigentlich um das, um zusammenzuleben, zusammen etwas zu machen und zu begeistern und begeistert zu sein, irgendwie etwas zu kreieren. Weltweit ist es genau das Gleiche. Check and play, hey, hey, hey. Meine erste Ostdeutschland-Tournee, da sind die Leute hinten rausgestanden mit den Baseballschlägern auf mich gewartet, dass sie mich zusammenbrechen können, weil ich Elvis verarscht habe mit Elvis-Masken. Ich habe immer so Elvis-Performance-Show gemacht, so mit Playback. Elvis-Zeug gesungen, aber nur über Arschvögel und Schwänzlutschen. Und all die alten Teddy Boys, die sind fast durchgedreht, die umbringen. Sie müssen hinten rausschleusen und die anderen vorne beruhigen. Und so. An der ersten Monster-Show, da sind auch Teenagers gekommen, jung. So, anfangen Punks anfangen. Und die sind vor ein paar Jahren gestorben. Ein paar, ist komplett fertig gemacht, haben sie sich selber. So. Viele von den Leuten, die mehr sind, schauen können, es gibt sicher vielleicht auch bei anderen Bands, die vielleicht die Extreme so suchen. So. Und vor allem hier in Ostdeutschland. So. Das war eine Wende und dann etwas Neues. So. Jetzt geht es ab. Und dann nicht gewusst, wie weit sie gehen können mit dem Alkoholsauf und Drogenkonsum. Dann hat sie sich einfach umgelegt. So. Es ist viel passiert. Thank you.
habe schon als Kind, so von der ersten Klasse oder schon Kindergarten, habe ich immer Leute gezeichnet, wo gering abgeschnitten sind, Blut überall, 666. Das ganze Zeug, das ist auch seit meiner Geburtszeit, ich kann zeichnen, ist Blut, Blut, Mord, Splatter. Das ist einfach so. Meine Eltern haben gedacht, Gott verdammt, das ist, was ist da los? Dann haben sie mich dort zum Psychiater geschickt. Dann hat er gesagt, schaut mal, das ist das Normalste der ganzen Welt. Blut, das ist ein Zeichen von Liebe. Euer Sohn braucht viel Liebe. Ich bin gegangen, haben wir einen austauschenden Pfarrer gehabt, der Pfarrer North von Neuseeland. Der war unser Sonntagspreacher, also Prediger. Dann haben wir immer gesagt, komm, der Jesus gesagt, Satan! Und einfach querulant. Dann hat er nur gesagt, wisst ihr was? Das ist gut, wenn ihr an den Teufel glaubt. Das ist tausendmal besser als jemand, der an nichts glaubt. So. Glauben, das ist das Wichtigste am Glauben. Natürlich super, wenn ihr so da stehen würde. He? Sehr schön. Wenn die Bühne, wenn das alles bebt und das kippt nach vorne, dann ist es. Ja. So irgendwie reintun. Ja, aber draußen ist etwas fast besser. Draußen also. Ist besser, aber das ist mit dem Stand eben. Und wenn das fällt, fällt es. Also dann kann es kaputt gehen. Ja. Super, ja. So eine Kerze wäre nicht schlecht. Eine Kerze? Ja. Ich habe zwei Brüche. Der grosse Brüche hat dann einen kreativen Job dürfen lernen. Er ist Grafiker geworden. Und dann bei mir eher auch gerne irgendwie Comiczeichner werden wollte. Das war mein Traum. Oder Musiker eben, zum Beispiel. Dann haben sie gesehen, ein kreativer Job in der Familie lang, du musst etwas Richtiges lernen. Und dann dachte ich, Scheiße. Okay. Dann hat man auf die Eltern gelassen und dachte, okay. Bin ich schnuppern, Drucker und alles zusammen. Ein Elektromonteur. Dann dachte, Elektromonteur, Elektro-Gitarre. Das liegt sehr nahe, wie die halt Elektromonteur. So. Dann habe ich gemerkt, ja, Elektromonteur hat nicht sehr viel mit Elektro-Gitarre zu tun. Komplett ein Griff in die Scheisse war das. Aber dann habe ich das gleich 4 Jahre gemacht, die Lehre. Und nachher noch Zeichner gemacht. Und zwischen, nebendran habe ich immer Musik gemacht, bis er das abgelöst hat. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich können lernen konnte, in Bern, so in einer kleinen Elektrobude, Uraltbude. Und der Chef, der war wirklich der König vom Nachtclub-Leben in Bern, auch die Streetbars und Zeug und Sachen waren alle unter seinen Fittichen. Und unsere Bude ist immer dort in die Streetbars, die komischen Beizen, also die Huren, die Lampen wechseln. Und am Schluss war ich einfach auch viel in diesen Streetbars. Dann irgendwie
eine Streibtischstange und ein Lämpchen noch montieren so als Teenager. Das war schon noch geil gewesen. Extra von Bern in der Schweiz bin ich gelaufen mit meinen zwei Füßen nach Berlin. Ich bin in 24 Tagen angekommen. Von Berlin bin ich rückwärts auf meinen Kniesohlen gelaufen nach London in England. Von London bin ich in den Meer gesprungen, bin geschwommen nach Spanien. Von Spanien bin ich auf meinen Achselhaaren nach Hamburg gelaufen. Von Hamburg bin ich auf meinen zwei Eiern hier runtergekommen nach Frankfurt. Now you are all alone. All your friends long gone. Now take a shotgun and kill yourself. Now become Jesus and become God and do the Jesus Christ. Du hast eine Suppe, die macht dich satt. Und die ist relativ fad. Das ist der Gott. Salz ist der Teufel. Dann wird sie eine gute Suppe. Einfach der Mix Gott und Teufel, das ist wichtig. So. Wenn du nur Gott hast, dann würde man schiessen. Oder nur Teufel, boah, Horror. And then Satan said, oh. And my mother said, oh, please, Satan, just give me back my pretty little baby boy. And then Satan said, I got your soul. I got your soul. Yeah.
Kinder sind extrem gerne bei mir. So. Dann sagen ein paar Eltern, spinnst du und Beatman deine Kinder? Als mein Sohn geboren ist, war ich alleinerziehender Vater, da hatte ich 10 Franken pro Tag für Essen und Zeug und Sachen. Und da gehst du natürlich schon komplett unten durch. Dann musste ich vom Backstage Food immer mit heimnehmen. Wenn wir auf die Tour waren mit den Monsters, sind wir in die billigen Kaufhäuser gegangen, dort Windeln kaufen. Unsere Bandcar war voll Windeln, weil es in der Schweiz sehr teuer war. Nein, da lernst du schlecht unten durchgehen. Also, ich habe nicht viel Geld. Ich kann knapp alles zahlen, aber das ist super. Ich wohne gleich wie ein Fürst und lebe wie ein Fürst. Ich verliebe und dann würde ich irgendwie hierher ziehen oder sie würde hierher kommen oder ich würde zu Bern. Es gibt Situationen, die entstehen einfach. Das kannst du nicht irgendwie vorstellen und sagen, das wäre jetzt die optimale Lösung. Bei mir hat es schon so viele so optimale Lösungen geben können, wo ich einfach nicht mehr dran glaube. Ich glaube wirklich einfach an die Situation und das, was passiert, aus dem macht man das Beste. Wenn du eine Beziehung hast, dann hast du Sex mit irgendwelchen Frauen und dann wachst du auf und dann denkst du, jetzt haben wir zusammengevögelt, ja, wenn keine Liebe da ist, das bringt es gar nicht. Ja, für mich, jeder ist anders. So. Aber ich habe einfach auch vermerken, bei mir ist der beste Sex, wenn du die Frau wirklich liebst. Das ist wunderschön. Verbindung zwischen Seele und Geschlechtsteil zum Beispiel. Das ist etwas von Schönste, was es gibt. Wie das tönt, aber das war einfach so. Plötzlich irgend aus dem Nichts raus, zack, Licht. Weißt du, nicht irgendwie. Und dann habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen, aber nicht irgendwie, was ich mache, nicht irgendwie eine Person gesehen. Die ich einfach, so, das war ein Gefühl, gewesen, wo ich her werde. Und dass es alles irgendwie eine Berechtigung hat, da zu sein. Jede Sache, die schlecht geht oder gut sind. Aber du gehst mal das Ziel kommen. Und ich weiss genau, wo das Ziel ist und wo ich jetzt bin. Also ich werde 80-jährig wahrscheinlich und werde noch die ganze Welt ändern. Ich. Melissa, she crossed my way. I wanna marry her and form a family and then settle down for life. And then settle down for life. And then settle down for life.